heute schon. Es geht wieder los. Nur noch eine Minute bis zum Start heute nach San Martino. Und es sind wieder knapp 100 Kilometer und circa 2600 Höhenmeter. Ja, langsam schauen alle schon ein bisschen mitgenommen aus. Wetter ist allerdings gut. Von dem her kann losgehen, oder? Kann losgehen. Ja. Der Start war bergauf. So, gut, dass es gerade so langsam ist, können wir mehr schauen. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Ja, mir auch, deswegen habe ich ja heute schon das Dirndl ausgezogen. Wir versuchen zu überleben. Oh, ja. Volle Lotte. Wie geht's dir heute? Super. Ich wünsche euch uns allen einen schönen Tag. Oh ja. Dass wir alle durchkommen. Und immer mit viel Spaß in den Backen. 21 Höhenmeter. Sehr gut, von? Jetzt sind wir echt ganz schön lang nur bergab gefahren. Aber jetzt geht's auch schon wieder rauf. Und wir sehen so ein bisschen über die Weinberge. Gestern haben wir uns im Ziel gesehen, heute auf der Strecke. Coole Videos hast du da auf deinem Channel geladen. Vielen, vielen Dank. Und er ist 65 und fährt mir jetzt davon. Viel Spaß heute. Ja, da gleichfalls, danke. Tschüss. Hier der zweite Schweizer. Wie gefällt's dir? Ist gut, aber sehr streng. Ja, das stimmt. Das erste mit der Hitze hatte ich ein bisschen Mühe. Aber wir hatten das Ziel geschafft und alles gut. Sehr gut. So. Ich will auch mal liebe Grüße loswerden und zwar an die Susanne aus Landshut. Hier geht es jetzt echt, echt steil rauf. Und nach dem steilen Zwischenstück werden wir belohnt mit dem Blick. Herr aus Zell, ja. Quasi mein Nachbar. Wie geht's da? Super. Heute ist auch was lasten. Ja, leider. Ich merke nur schon. Oh. Kommt uns nicht zugute, oder? Gar nicht, gar ja. Nicht. Aber es hilft ja alles nicht. Auf der mega schönen Brücke. Überhol mich gerade die Bärenbabys. Viel Spaß heute, dein Ping. Läuft gut. Perfekt. Heute Abend haben wir uns in Kaltern noch eine lokale Spezialität munden lassen. Aha. Eine, war die flüssig? Ja. Und rot? Flüssig. Nee, war weiß und kühl. Ah, okay. Ein unglaublich. Unglaublich. Ja, war schön. Perfekt. Ja, dann auf die letzten zwei Tage, oder? Ja, na, da ist es ja irre, dass wie schnell die Zeit rast. Ja. Ab geht's durch den Untergrund. Die Trail Stars von gestern. How are you today? Hi. Hi. How are you? Ja, too hot. Yeah. Das war ja Don Verde Race actually. So have fun and try. You too. Enjoy. Again. Again. Auf mal, wer wieder da ist. Hab dich heute schon vermisst. Wie geht's da? Ja, es geht so. Ja, bei mir das selbe. Deswegen heute ohne Dirndl. Hauptsache durchkommen, oder? Ja. Und heute ist auch wenig Trail. Deswegen nicht so unser Tag, glaube ich. Überleben ist alles. Bei uns geht es gerade durch die Apfelplantagen. Und hier sehen wir diesen typischen roten Fels von Kaltern. I'm riding now with the DJ and it really helps to motivate me to get on the mountains. So stay tuned with DJ from where you're from. Munich. Thank you. Heute tut mir das besonders gut, weil ich eben selber nicht ganz so fit bin. Eine halbe Ewigkeit jetzt hier die Bahnstrecke entlang gefahren. Ich hatte heute direkt ein bisschen Angst, ohne Dirndl an den Start zu gehen, aber die Stimmung ist besser denn je. The music, the pain. Runter geht, nein, rüber. Also wie jetzt. Aber es muss gleich mal runtergehen. Und es ist gleich mal runtergegangen und das wird ja ganz schön rasant. Den müssen wir natürlich filmen. Oh, der ist ganz nett. Habe ich wieder fliegende Holländer gefunden, wo ich mich einhängen kann. So. Ich habe mich leider nicht halten können bei der Windschattengruppe. Heute läuft es irgendwie nicht so. Die sind zwar nicht weit weg, aber ich schaffe es genau nicht. Und jetzt ist auch klar, warum ich mich bei den anderen nicht halten konnte. Ein Hinkerzug kam. Der ist wie für mich geschafft. Jetzt hat es sich aber gar nicht mehr so sehr gelohnt, weil hier ist es auch schon die V1. Hier schaut es gerade im Moment so aus. Wir fetzen da das Tal durch.
widerlich, sage ich euch. Hier eben, wie gesagt, V1. Hey. Meine Schlaufe. Igitt, igitt. Für uns geht es hier den Radweg hoch. Wir sind schon durch Preda zu durch. Und der nette Mann vor mir, Jan Henger oder so ähnlich, hat gesagt, ich soll mich einhängen. Na, da sage ich doch danke. Also einhängen heißt natürlich im Windschatten mitfahren. Und dadurch kann ich jetzt sogar wieder hierher ausschließen. Hier ist es jetzt richtig idyllisch. Und wir haben die Hälfte der Höhenmeter geschafft. Und ein bisschen über die Hälfte der Kilometer. Also wird schon werden. Wow, da wäre auch ein mega Gumpen zum Baden. Und hinter uns wird geklettert. Wir rücken näher dem Gardasee. Wir haben die ersten Betonrampen gefunden. Da wird noch gefahren. Hier wird schon geschoben. Sorry, Marc. Da ist jetzt was schiefgegangen bei der Planung. Du hättest die Route umdrehen müssen. Wir fahren den Trail ja rauf. Jetzt ist auch wieder rum der Trail-Anstieg. Aber heute ist auch nicht so mega Panorama. So, diesmal passt es besser. Straße hoch, Trail runter. Und zum Panorama, lasst euch gesagt sein, da kommt noch gigantisches Panorama. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Geile Brücke. Sehr geile Brücke. So schlecht. Ja. Hopp. Schaut mal hier. Da hat jemand gedacht, das wäre Weihnachten. Wir fahren gerade zum Stausee rauf und der Schweden-Express ist auch wieder da. Yes. Ist der Herr Fun? Yes. Ah, very good. It's fun every day. Very, very good. Hallo, wie geht's dir? Anstrengend. Aber heute besser, habe ich gehört, oder? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Läuft jeden Tag besser. Dann wäre die Tour de France besser für dich. Ja. Die geht länger. Ja, geht länger, genau. In der dritten Woche dann so richtig angreifen. Ja, in Riva, da greifen wir an. Aperol, willkommen. Auf was freust du dich in Riva? Ich bin eher so ein Apfelschorlen-Typ. Apfelschorlen? Ja. Ui. Wobei, wenn wir in Riva ankommen, dann nochmal eine Cola. Dann nochmal eine Cola. Das klingt doch nach Party, was sagt ihr? Vorher habe ich ja noch gesagt, kein gutes Panorama. Aber jetzt ist doch wieder ganz cool, da hinten der große Berg. Hier die Ruine. Am Stausee entlang ist immer super schön, aber meistens mit Gegenwind. Frag mich nicht warum. Wenig Wasser im Stausee. Jetzt ist die V2 schon da. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Jetzt habe ich viel geratscht. Vielen Dank. Das war eine willkommene Ablenkung. V2, jetzt zeige ich sie euch auch. Gerade eben habe ich die Kamera vergessen. Ja. Heute geht es wieder besser bei euch, oder? Gestern war ja der große Ansturm. Und hier das Maskottchen. Caldo Benvenuto. Sehr schön. Wir sind bereits im finalen Anstieg, 700 Höhenmeter und dann gibt es noch eine ganz gute Abfahrt, denke ich. Da sollte auch noch ein bisschen Trail dabei sein. Auch hier wieder super cool am Bach entlang. Und das Schöne ist, dass man doch irgendwie wieder mit den gleichen Leuten unterwegs ist. Jetzt letzter Anstieg und da sind sie wieder vom ersten Anstieg. Jetzt haben wir doch noch genialstes Panorama bekommen. Einfach nur wunderbar. Kühe, der Weg und diese Berge. Währenddessen ich dann schon im Ziel war bei Nico und Frank. Jetzt ist das Gewitter da. Wir haben noch 300 Höhenmeter in einer atemberaubenden Kulisse. Na, habt ihr noch Fragen? Fotoshooting bei den Teilnehmern gegenseitig. Gleich mal 4 Grad kälter, hey. Gefühlt 15 Grad kälter. Also dieses grenzgeniale Panorama entschädigt echt dafür, dass der Tag sonst nicht so panoramastark war. Nur die Auffahrt, die schraubt sich hier echt zwar nicht so steil, aber ganz schön ziehend drauf. Nach dem Regen oder Gewitter? Ja, Gewitter. Oben, juhu! Im Hintergrund immer noch das Panorama. Und hier geht es jetzt dann gleich auf die Abfahrt. Busgeschirr ist dran. Jetzt hoffen wir auf einen Trail. Und hier ist noch ein cooler See. Oh, da sind schon wieder dunkle Wölkchen. Aber wir haben es nur noch runter. Könnte sich also ausgehen ohne Regen. Tö, aber kein Trail bisher. Aber dafür zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Und dann ging es noch ein paar Meter auf der Passstraße runter, bevor der Trail kam. Jetzt kommt der Trailabschnitt.
schönes Panorama. Yeah! Okay, the second place goes to Deep Bike Holiday. CH, Peter Kopp. Pünktlich mit der Zielankunft hat es angefangen zu regnen, deswegen war ich schnell, Essen fassen und jetzt Radl wegbringen. Jetzt wird es wieder geserviced und geputzt. Eis, das ist ja mal schön. Heute gibt es sogar Grillwürste, wie cool. Ich bin zwar trocken angekommen, aber jetzt schüttet es in Strömen und ich habe noch 800 Meter zum Hotel, also ich bin jetzt dann trotzdem. Mehr als klatschen. So. Mal, wie das jetzt einfach ausschaut, das ist alles weiß. Es hat wirklich Vollgas gehagelt. Ich hoffe wirklich, dass ich alle gut unterstellen konnte. Also ich konnte mich jetzt unterstellen, ich bin ja schon am Weg zum Hotel. Aber keine Ahnung, ob alle Teilnehmer schon durch waren. Dann will ich ja nachher mitkriegen. Oben sind zum Glück zwei Hütten. Aber puh. Wir sind alle angekommen. Die beiden hat der Hagel aber tatsächlich oben noch erwischt. Wir beide hatten Glück, Jan war noch vor mir, ich habe ihn aber gar nicht gesehen den ganzen Tag. Der hat sich einfach im neutralisierten Start nach vorne geschlichen. So sind sie, die Rennradfahrer. So sind Frau ist mitgefahren. Wahnsinn.